Hallo und herzlich willkommen zu diesem Pre-Intro-Gedöns und zwei Infos jetzt noch. Hier drin halt es wie Sau und das ist ein bisschen ein Problem, aber ja, habe ich gesagt, ja gut, das habe ich aber. Und ja, ist ein bisschen scheiße, dass ich so richtig halt und ich habe das Video einen Tag zu spät hochgeladen und das liegt daran, dass ich es verpeilt habe mit dem Schneiden. Es hat irgendwie das Video nicht gespeichert und dann habe ich gesagt, ich wollte es hochladen, dann hat es nicht mehr geklappt und ich muss noch lernen, wie ich das hier und das ist einfach scheiße. Ja, und ja, kommt halt einfach heute, bitte seid mir nicht allzu böse. Ja gut, also dann würde ich sagen, haut rein Leute und genießt das Video. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zu der Room Tour. Ja, endlich ist sie da. Und ja, endlich, ich habe gesagt, sie kommt morgen und sie kommt heute. Und ja, genau Leute, ich hoffe, euch wird die gefallen. Es ist jetzt nichts Besonderes in meinem Raum. Es gibt nicht viel in meinem Raum. Da hinten seht ihr schon ein kleines Preview. Und ich halte hier die Kamera in meiner Hand. Ich kriege bald einen Krampf hier. Und ich würde sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder, wenn es dann richtig anfängt. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns gleich beim richtigen Video. So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Ich bin richtig scheiße beleuchtet hier, aber ich sehe YOLO, oder? Ja, aber ich werde mich dann hinter die Kamera bewegen, damit ihr nicht mich immer nicht mich sehen müsst. Und ja, ich werde mich jetzt hinter die Kamera bewegen und ich muss jetzt hier so richtig professionell das alles machen. Und ja, das hier ist so mein PC-Zeugs-Gedöns, mein Stuhl, der richtig kacke Stuhl. Also den muss ich auf jeden Fall wieder mal erneuern. Und ich bin jetzt nicht der Beste in der Kameraführung, da müsst ihr auf jeden Fall nicht so viel rumschreien. So. Da sind wir jetzt hier bei meinem PC, hier ist meine Webcam, hier. Ja, ihr seht sie, es ist ja nur das auf der Kamera. Aber das ist meine Webcam, da hinten ist mein Zimmer, oh, habt ihr ganz kurz gesehen. Und das ist meine Webcam, ist eine Windows Livecam, irgendwas, keine Ahnung. Ist vielleicht in der Beschreibung, ja, vielleicht ja. Und das ist mein Bildschirm, wie ich gestern gesagt habe, ein BenQ, irgendwas GL gedöns, ja, ein BenQ. Und hier ist meine Tastatur, Rocket Rios MK Pro. Und hier meine Kackmaus und mein Mauspad ist so ein richtiger Marsch. Schaut mal hier, das hat der Melon abgefressen, die Schlimpe. Und das ist mein Mikrofon, hier Rode NT1A, richtig cool. Hier ist mein Mischpult, das mich jetzt auch schon aufnimmt. Schaut mal hier, wenn ich hier reinspreche. Da wird es hier lauter, seht ihr, bin viel zu laut, bin eine richtige Schlempe und es tut mir auf jeden Fall leid, Leute. Und hier mein Handy, keine HTC One, einfach ein Handy halt. Und hier Arizona, ich habe das noch hier hingestellt, weil es einfach nur ziemlich schön aussieht. Hier ist meine Softbox, einfach nur ein Licht, das hinten dran an mich leuchtet, ja nicht gar keine Softbox, aber YOLO. Hier ist mein Abfalleimer, richtig spannend. Hier ist mein Laptop, auf dem ich vorhin das gemacht habe. Und zwar, ja, hier seht ihr ihn, da habe ich noch früher mit dem ungespielten Skin, der das zusammen zu tun gehabt. Aber Spaß, nee. Das ist nochmal ein alter Skin. Und hier, ja genau, ist halt einfach mein Computer, wo ich manchmal drauf bin halt. Und hier habe ich meine Longboards und mein kleines Pennyboard, wie ihr hier seht. Richtig krasser Vergleich, schaut mal das an. Richtig, richtig geil. Und hier noch mein Cappy. Ein Stützi-Cappy. Und ja, genau. Hier ist eine leere Wand. Was ist denn das? Waren da die Illuminaten dran schuld? Nee, waren sie nicht. Da wird wahrscheinlich dann eine Wand kommen, wo ich eben meine ganzen Longboards hier aufhängen kann. Hier so. Da, dass sie so schön hier so sind. Warte, ich kann euch das schnell mal zeigen. So, dass sie dann so oder so aufgehängt werden können. Also das ist dann richtig schön. Das ist richtig cool. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Und da hinten haben wir noch so ein Kinderbild von mir. Das zeige ich jetzt nicht, weil es ist ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Und mein Bruder ist auch drauf. Das ist halt dann ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Und ich bin jetzt auf meinem Stuhl, richtiger. Oh, das ist mir. Das ist mein Computer, nichts Besonderes hier. Einfach, ja, hier könnt ihr daneben reinschauen. Ist richtig krass. Und bei mir geht es aber nicht richtig wenig zu sehen. Hier habe ich noch ein paar Games stehen. Xbox-Spiele. Wartet, kann ich jetzt mal zeigen. Hier Call of Duty 4 hat. Das ist gar nicht meins vom Kumpel. Oh, scheiße. Nein. Ja, hier habe ich MW Motherfucking 3. Sieht das so schön aus? Nee, so sieht besser aus hier. Und ist weg hier. Und da haben wir WoW, Mr. Pandaria, so ein bisschen WoW halt. Und hier haben wir jetzt Grand Theft Auto 5. Muss man natürlich haben, ist ein Must-Have-Spiel. Also das hat fast jeder eigentlich, ist so ein Spiel. Bam, kaufe ich mir dann auch für den PC, weil es wurde ja angekündigt auf der E3. Und hier Dragon Ball Raging Blast 2, gefällt mir richtig gut, spiele ich nur fast nie.
weil ich nie Zeit habe und weil ich nie Kumpel zwei mir habe. Oh Mann, bin ich richtig traurig. Und hier Tomb Raider, habe ich damals durchgespielt, war cool. Richtig schlimm, ich habe richtig wenig Spiel eigentlich. Halo 4 habe ich hier noch und nicht für den Einzelverkauf gedacht. Scheiße, was ist denn da? Nein. Und ich habe noch ein Spiel, aber dafür muss ich jetzt einen kurzen Cut machen. Und ja, ich würde sagen, ich mache schnell einen kurzen Cut. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder. Ich habe noch hier MW2, richtig Bestseller und richtiger krasses Scheiße. Ist ab 18, bin 17, Leolo. Ja. Und ich würde sagen, das wäre es auch schon gewesen für meine Spiele. Soll ich jetzt euch noch mein Zimmer zeigen? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht mal munkelt bisher nur. Ich zeige euch jetzt nochmal hier so ein bisschen mein Setup. Also sieht eigentlich richtig knork aus. Hier das Apple-Logo, weiß ich auch nicht, warum ich das daran getan habe. Ist richtig scheiße, Apple. Nein, Spaß. Hier kann ich euch zeigen noch das Rode NT1A Verpackung und da noch die Rias MK Pro Verpackung und hier noch meine Zeichnungen von der Schule, richtig krasser Typ. Und ja, eigentlich geht's hier noch, hier dann in unsere Wohnung, ich bin eigentlich so ein bisschen im Kellerbereich. Und soll ich euch noch mein Zimmer zeigen? Wenn ja, dann, das ist ja, und ich zeig's euch vielleicht, ich weiß noch nicht, ich zeig's euch, ja, komm. Vielleicht zeige ich es euch jetzt. So, und da sind wir jetzt auch schon wieder. Und ich habe gar nicht aufgeräumt, ich hatte keine Lust. Und hier seht ihr noch ein bisschen Kabelsalat am Boden, ein Verlängerungskabel. Hier mein Controller und hier das hier. Und mein Fernseher, richtig krass. Hier noch mein T-Shirt, das hier einfach rumliegt und Hosen. Richtig scheiße alles. Und ja, hier steht eigentlich die Xbox, habe ich jetzt hier am Boden stehen. Richtig krasser Typ. Und da ist noch mein Bett, habe ich alles nicht gemacht, aber ein richtig, richtig fauler Typ. Und ich gehe jetzt hier raus. Ja, ist eigentlich nichts Besonderes, mein Zimmer. Und ja, das, zeige ich euch halt einfach so mein Zimmer. Und hier nochmal mein Longboards und so weiter und so fort. Und ich hoffe, euch hat das jetzt gefallen. Es war jetzt einfach mal ein bisschen was anderes. Mal ein bisschen Roomtour. Ich habe noch eigentlich gar nicht viel. Ich werde die vielleicht dann mal auch noch updaten, mein Zeugs updaten, mal zeigen, was ich da noch andere Sachen habe. Und ja, ich kann doch mir mal ein Bildschirm anlassen. Dann könnt ihr auch mal sehen, wie ich mein Leben sehe. Und ja. Ich würde sagen, es wäre es jetzt auch schon gewesen mit dem Anschalten des Bildschirms, dieser spannenden Sache. Oh, ich bin hier irgendwo in Dateien drin. Wartet, ich muss jetzt hier schnell warm, war. So, jetzt seht ihr hier meinen Kanal. Oh mein Gott, Leute. Und ich würde sagen, ja, das wäre es jetzt gewesen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Wertung da. Und ich drehe jetzt das um hier. Oh, einfach an One Take. Fast in One Take. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und tschüss.